Und wir sind in einer absoluten Kastagli-Woche. Wen wundert's? Ja, und deswegen gibt es natürlich jetzt auch nochmal Kastagli. Und zwar gibt es was wirklich Besonderes aus der Traditionsline, die Grand Café Maduro. Und außen auf der Kiste, da sieht man die Villa Kastagli, die in Kairo steht, heute die amerikanische Botschaft. Und hier unten das Logo der Familie Kastagli. Einmal den Koloss von Rhodos und auf dem Schild dann die zwei weißen Schwäne. Da waren sie sich nicht so ganz einig zwischen dem türkischen und dem griechischen. Und hier, wenn man die Kiste aufmacht, dann hat man die sogenannte Rezeptionshalle der Villa. Wie gesagt, das ist auch Vergangenheit, Familienvergangenheit. Und wer hinten auf die Kiste guckt, der wird auch ein Boxing-Date und die Unterschriften vom Hendrik Kellner Jr. und vom Jeremy Castagli entdecken. Das rauchen wir. Die Grand Café Maduro in dem Fall, die gibt es ja auch mit einem hellen Deckblatt. Jetzt haben wir aber hier die Maduro. Die Maduro hat nur ein anderes Deckblatt. Die Einlage und das Umblatt ist das gleiche. Und man sieht, so richtig knalledunkel ist nicht. Nein, das ist absolut Natur. Absolut sauber gemacht. Hinten mit einem kleinen Pigtail, einem Schweineschwänzchen und vorne leicht überlappt zum Schutz des Deckblatts. Wir schneiden die Zigarre mal an, natürlich mit dem entsprechenden Double Cutter für die Castagli, standesgemäß sozusagen. Ja, und das Deckblatt, das wir gerade gesehen haben, das ist ein Ecuador Corojo Maduro. In Ecuador gibt es jetzt nicht ganz so viel Corojo, weil Ecuador ja eher das Land des leichten Tabaks ist und da ein Corojo ist eher selten, dass gepflanzt wird, dass ein Corojo Maduro wird. Und das muss man dazu sagen, Maduro ist jetzt keine Art der Fermentation. Maduro ist ja die Farbe, nicht das Dunkle. Eins weiter wäre Oscuro, dann ist auch Schluss. Aber Maduro ist jetzt keine Farbe, die jetzt von alleine bei der Fermentation entsteht oder man sagt ja, dann machen wir jetzt mal Maduro und daraus machen wir Claro und daraus machen wir was auch immer, Oscuro. Das bis jetzt so nicht. Das entscheidet der Tabak ganz alleine. Der Tabak entscheidet, möchte ich Maduro werden oder nicht. Und wir kennen das aus der Natur im Bereich Genuss. Wenn wir nach Spanien gehen, wenn wir nach Jerez de Frontera gehen, wenn wir dort die Sherrys angucken, entscheidet der Wein, ob er ein Vino oder ein Abbottinati werden möchte. Also das kennen wir aus der Natur. Maduro heißt in dem Fall auch, oder in jedem Fall eigentlich, immer mindestens ein Jahr Fermentationszeit. Beim Jeremy können wir uns darauf verlassen, haben wir 2 Jahre. Der Binder. Also das, was hier unter diesem wunderschönen Deckblatt drunter liegt, der Binder, der Binder sozusagen, das ist ein HVA. Und das heißt AZ Fuente Abajo. Das erste Wort dürfen wir hier bitte nicht sagen. Ist uns hier verboten. Der Samen kommt eben aus besagtem Tal. In besagtem AZ-Land kommt dann in die Dominikanische Republik, wird dort in den Boden gesetzt, wächst, Pflanze, Ernten, Trocknen, Fermentation, Verarbeitung und so weiter. Und das Jahr drauf, bei der nächsten Ernte, brauchen wir wieder frischen Samen von der Insel, die wir nicht sagen dürfen, und das kommt wieder in den Boden rein. In der Einlage haben wir nur dominikanischen Tabak. Wir fangen an mit dem KFR, Kellner Factory Reserve. Eine Neuzüchtung, eine Tabakneuzüchtung, die die Familie Kellner hat. Das heißt, der Henke Kellner, der alte Kellner, der Vater, der immer noch für Davidoff arbeitet. Schon zu Kuba-Zeiten hat er das getan, als Davidoff noch auf Kuba produziert hat. Er hat das auch an seine Tochter Monika weitergegeben. Monika hat ja 2 eigene Plantagen, Tuibanao und ein bisschen noch weitere Felder, die sie bewirtschaftet, und somit kommt zum Hendrik Kellner natürlich der entsprechende Tabak, der KFR oder auch der HVA, auch sehr selten, aber der KFR, Kellner Factory Reserve, ist natürlich in dem Fall
wirklich ein Unikat. Und von der Lage her, es ist ein Seko, also nicht ganz oben, ziemlich weit unten, ein weicher, ein leichter und vor allem ein sehr dünnes Blatt. Als weiteren Tabak haben wir drin einen H92. Und der H92 wurde auf besagter Insel, die wir mit AZ abkürzen, gezüchtet. Und zwar aus dem dort vorkommenden Negro. Na, dort hat er ja noch den Vornamen der Insel, den dürfen wir wieder nicht nennen. Und somit sagen wir eben nur Negro, da dürfen wir wieder. Und aus diesem Negro wurde der H92 entwickelt, auf besagter Insel, die sich da AZ nennen darf. Und das Problem bei dieser ganzen Geschichte ist, dass der H92 ein Tabak ist, der eher kleinere Blätter hervorbringt, der eher etwas robusteren Tabak vorbringt, der so ein bisschen Ellbogentabak vorbringt, der so ein bisschen Würze mit reinbringt. Und vor allem das Problem der kleinen Blätter und der niedrigen Pflanzen und des ganz geringen oder sehr geringen Ertrags hat dazu geführt, dass ihn keiner anbauen möchte. Aber es ist ein Tabak mit sehr viel Struktur, mit sehr viel Aroma, mit sehr viel Spiel und deswegen hatten die Kellner Familie angebaut, weil sie eigene Plantagen haben und eben diesen Tabak auch verwenden möchten. Nur man würde ihn in der breiten Masse kaum finden, weil eben der Ertrag und das, was man Geld dann rauskommt, einfach zu gering ist. Als zweiten Tabak, oder besser gesagt als dritten Tabak in der Einlage, wir sind ja schon beim dritten, ist der Saint-Vincente. Der Saint-Vincente ist neben dem Olor so ein ganz typischer Tabak der Neuzeit, der Dominikanischen Republik, eher was Leichtes, Mildes, Weiches. Und ja, wir brauchen jetzt auch ein Gegenstück. Wir haben ja im KFR den Seco, also eher was von den unteren Blättern, also eher was Leichtes, Mildes. Wir haben mit dem H92 ein bisschen was, was Struktur reinbringt, was auch ein bisschen Ellenbogen bringt, was ein bisschen, ja, keine Power bringt, aber ein bisschen Kraft bringt. Und jetzt haben wir den Saint-Vincente wieder was Leichtes, was Mildes, was Rundes, was Ausgewogenes. Und so kommen wir zu einer super ausgewogenen Zigarre, der Lancero. Und der Lancero, das ist die Zigarre für die Zigarrengenießer, die es können. Das ist keine Anfängerzigarre, das ist keine Zigarre für Hektik, das ist keine Zigarre für Leute, die mit der Zigarre nicht umgehen wollen, sondern es ist eine Zigarre, die die ganze Aufmerksamkeit braucht. La Augusto Lancero, nimm dir Zeit, nimm die Ruhe und nimm die Achtsamkeit. Achte auf deine Lancero, achte wie oft du ziehst, achte wie lang du ziehst, achte wie groß die Unterschiede zwischen den Zügen sind. Behalte es im Auge, schau sie dir an. Dann wirst du einen Genuss haben, den kein anderes Format bringt. Du kannst rauchen, was du willst, ist alles toll. Alles gut, alles prima. Aber ein Lancero, egal in welcher Serie, ist immer das Nonplusultra. Das ist immer das Feinste, das Edelste. Das mit dem meisten Aroma, mit dem besten Aroma. Und wenn du es rauchen kannst, wirst du mit Lancero nie enttäuscht werden. Deswegen, ich liebe Lancero. Und wir haben immer mehr Lanceros, weil es immer mehr Menschen gibt, die Lanceros lieben, die Aroma lieben, die die Zigarre lieben und sich damit beschäftigen. Ich liebe Robustus, ich liebe Toros. Ja, aber ab und zu, wenn man Muß und Zeit hat, gibt es nur eins. Lancero. Und das Dackel Lancero, das ist schon das High-End-Ergebnis bei dem Ganzen. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß, alles Gute, bleibt gesund.